Hallo miteinander und willkommen zurück zu Spellforce Conquest of Eon mit Thoringent. Ja, wir sind hier in einer etwas angeschlagenen Truppe unterwegs. Ey. Ey. Ja, dieses Graben ist vorwiegend dann von Vorteil, wenn man mit Leuten zu tun hat, die tatsächlich... Ah, warte, ich habe eine Idee. Das war ja genau mit einem Radius, ne? Hier, so, zack. Von Vorteil, wenn man quasi Fernkämpfer aufhalten möchte. Ey. So, komm du mal dahin. Können wir die hier zumindest ein bisschen schon mal schwächen. Sie macht mal den Kampfschrei. Kann sich das nach Aktion auch bewegen? War das nicht am Anfang nicht so? Feuer! So. Ihr macht momentan nur... Naja, wir müssen euch mal verzaubern. Weil normaler physischer Schaden, das ist ja... Das ist ja sehr... hier, ne? Sehr schäbig. So. Du bleibst auch hier. Zack. Ich weiß, ich kann auch nicht auf Runde beenden drücken, dann machen sie alle automatisch verteidigen. Ja, das dürfte leider unproblematisch sein. Das sind nur die ganz normalen Arbeiter. So. Erstmal die guten Berserkerpilze mit direkt. Ey. Ey. Gucken gerade dahin, dass ich kann hier durchlaufen. Ist die hier? Seele gefangen? Gut. Sehr gut. Ey, guck mal die an. Fügelt sie im Nahkampf. Ey. So, und ihr macht den hier. Betäubung, sehr gut. Was Runde beenden? Die töten sich hier selbst. Die töten sich dort selbst. Kein Problem. Gut, na, man muss ein bisschen hier rumspielen mit dem sich mal kurz selbst heilen und so. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das die Berechnung man nicht so mit bedenkt. Dass man solche Sachen abziehen kann. Und Level Ups. Der erste für unsere Kavallerie. Niedere, gierige Seele. Zwei Stück. Das ist eins Gold als solche Beute nach jeder Schlacht. Hm. Ich schätze, das ist mit den Seelen bei den Untoten, dass man die einfach so quasi wie Glyphen reinpacken kann. So, jetzt haben wir hier... massive Sicht. Ist nicht unglaublich gutes. Naja. Ach ja, denn durch den neuen Allfeuerknoten haben wir jetzt natürlich wieder mehr Zeug hier. Machen wir es mal so. Level up. Stufe 4 erst. Hier sind alle so Pseudo-Zeug hier. Ja, nimm das normale Leben. Du? Phalanx hat beschützt Verbündete neben sich, indem sie ihre Verteidigung in der Schlacht erhöht. Alflangen Eingreifes erhalten, Phalanx. Ja, finde ich gut. Das ist die witzige Truppe, die jetzt... Ja, ist das erste Mal einen richtigen... Naja, Tank ist jetzt übertrieben, aber jemanden hat, der ein bisschen mehr aushält. Ja, dann könnte man ja bald tatsächlich mal diese Fluggeschichte hier angehen. Okay. Hier wurde logiert. Die zwei Sachen muss man noch befreien, das machen wir gleich. Du.
Töte diesen Hiesen. Das Verzaubern und Dominer von Spieler. Ja. Phantomkrieger verstärkt. Oh nein. Tatsächlich müssen wir das tatsächlich selber machen. Weil, ihr seht's, ne? Unser großartiger Mann hier soll angeblich sterben. Der Phantomkrieger sind halt echt bitterlich stark. Das ist eigentlich der Hauptteil der gegnerischen Meute hier, wenn man ehrlich ist. Ja, Flammenrüstung verleihen. Wie viel Fokus haben wir? Wir haben 10 Fokus bei euch. Hoi. So, die Axtkämpfe. Ja, du gehst mal dahin. Wo ist denn der Dude? Der Dude ist hier. Der hört sich zum Glück auch gar nicht so an, als sei er irgendwie, keine Ahnung, Untoter oder sonst irgendwas. Nein. Ja, komm, stell dir mal lieber dahin. Variierte. Wir können durch eine Variierte beschwören hier unten, aber. Ist das wirklich notwendig? Ich weiß es nicht. Ein bisschen näher ran hier noch. Okay. Ja, es befürchtet, dass die versuchen uns zu flankieren da unten. Der drüber laufen können, habe ich nicht erwartet. Aber ich meine, ist vielleicht auch eigentlich logisch, ne, weil das sind ja naja, Untote quasi. Naja, aber das ist ja in Ordnung. Die Erdformer, die kriegen das hin, da bin ich mir ganz sicher. Hab ich noch einen Dämon beschwören hier? Irgendwie hinter die Leute. Ich meine, Norse Fluch wäre auch gut. Aber mehr Leute wären auch gut. So. Hoi. Ja. Gut. Das ist echt viel Schaden hier, ne? Dass diese blöden Viecher hier sind, ist echt beknackt. Vielleicht kriegen wir sie auch nicht tot hier, ne? Verbündeten Einheit in 5 Reichweite. Ja, noch vollen Rückschlag. Das passt aber, weil wir kriegen sie vielleicht jetzt dann tot mit hier. Nee, kriegen wir nicht, aber wir können zumindest heilen. Ja, mach mal so. Jetzt haben wir eine Blutung abbekommen. Ich glaube, ich komme nicht auf die Idee, hier irgendwie ums Eck zu kommen. Oh mein Gott. Dieses Ding. Zum Glück hat er so viel HP, dieser Golem. So, jetzt mal hier voller Angriff auf die Jungs. Hier Norse Fluch großzügig anwenden, hätte ich gesagt, ja.
Schwäche, die Leute da unten. Oi. Oh, ich könnte euch im... Wirklich? Ja, tu es. Nachladen dauert zu lange. So, hier geht hier hin. Gegen den können wir ja nichts groß machen, weil... das ging schon... Ach, das ist auch normaler physischer Schaden. Naja, dann macht er erstmal die hier weg. Du verteidigst einfach nur. Nur du steckst mal zu. Hier werden wir definitiv eine Heilung spielen müssen auf dem Golem. Nach dem Kampf hier. Ist echt noch elementare Anfälligkeit? Ich weiß nicht. Ja, wir selbst machen da mit unseren Blitzen extrem viel Schaden jetzt, ne? Du kannst mal nachladen. Einmal die Jungs hier. Ja, ihr wartet einfach mal, ihr könnt eh nichts machen. Ich denke, es sollte passen. Wird den nächsten Jahr passieren. Großartig. Es ist so bitter, jetzt mal zu sehen, dass da wirklich einfach mal null Schaden rauskommt. Meine bitte 100% Resistenz haben. Das ist einfach irre. Also, halt mal die Jungs hier. Machen jetzt schon quasi Maintenance. So. Sieg. Schön, schön. Level-Ups für diverse Leute. Sternenstaub, Fleischbrocken. So. Oh. Gebetbuch des Lichtbringers. Das ist eine Zutat tatsächlich. Hm. 24 Mana. Hm. Das ist doch genug, um den Turm zu heben jetzt, oder? Ja. Lass mal den Turm levitieren. Es wird höchste Zeit, sich zu verlegen wieder mal. Pyromanten, Niethalbs Segen, Rüstung gegen Geschossangriffe und macht Feuerschaden. Lauffeuer, zieht auf eine Blende gegen. Ja, dann nimm mal doch lieber das Ding hier. Dann können wir jemanden quasi Elementarschaden geben. Ne? Gerade in solchen Momenten, wo wir dann quasi ihn verzaubern können oder sowas. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Blendpulver, fügt ein weiteres Schildslot hinzu. Hä? Hä? Du meinst jetzt einen Glyphenslot, oder? Das ist halt nur in... Ja, wobei doch. Das ist gar nicht so schlecht, wenn er angegriffen wird aus der Nähe. Dass wir dann Schaden rausnehmen können. Du kriegst den Segen auch nochmal Bergsteiger. Ja, nimm mal das hier. Das ist auch nochmal ein Buff. Ja, was bei dir was Sinnvolles? Nee, nur Bergführer. Plus 2 Schaden bei Gegenschlägen. 20 Leben mehr. Ist beides gut. Gegenschlägen. Ja. Es war beides so gut. Ja, Mist. Jetzt können wir den Golem gar nicht heilen. Ich hätte vorher erst die Heilung machen sollen eigentlich. Wäre schlauer gewesen. Ja. Du kannst ja dann hier bleiben, ne? Weil der Turm wird ja gleich hierher gerückt. Schau mal, wie wir das Beste rausholen. Das, alles einfach. Schade, das Niethalf. Ja, und dann wäre trotzdem nicht schlecht, das eigentlich auch mal zu klären da oben. Hier können wir weitermachen. Wir wollten ja eh jetzt mal in diese Richtung. Verloren und gefunden. Ja, mach mal das hier, ja. Und dann schauen wir weiter. Geh einfach hier in diesen Turm und schlaf da eine Runde. Oh,
Oh Gott, was ist das denn schon wieder hier? Random Granitzwerge. So. Ab geht die Post. Das wird jetzt dauern, bis wir hier hinten ankommen, ha? Können das tatsächlich irgendwie hier so machen? Kriegen wir das da oben auch noch mit? Es wird nicht alt, das Ding, dass man mit dem Turm rumfliegen kann. Coole Sache. So, zurück vom Abgrund. Findet die Hütte des alten Freundes eures Meisters und seid erleichtert, ihn davor sitzend eine Pfeife genießen zu sehen. Als er euch bemerkt, winkt er euch freundlich zu, aber seine Hand sinkt langsam, als ihr näher kommt. Ich sehe, dass ihr dringend Hilfe braucht. Ich kann diese arme Seele heilen. Die Zutaten sind nicht billig, aber ich schulde es eurem alten Meister. Ich werde dies als die Begleichung meiner Schuld ansehen. Natürlich, helft uns einfach bitte. Der Einsiedler steht auf und streckt eine Hand aus und lässt eine goldene Flüssigkeit aus einer kleinen Fiole auf den leblosen Körper tropfen. Ein Moment lang passiert nichts, dann beginnen die Wunden langsam sich zu schließen und Glanz kehrt in die Augen zurück. Nur wenige Sekunden später ist euer Verbündeter so gut wie neu. Sehr beeindruckend. Sie haben ein ganzes Leben damit zugebracht, diese Kunst zu perfektionieren, sagt der Einsiedler scharf. Einfach anzunehmen, ich würde sie verkaufen, sehe ich wie ein gemeiner Klemme aus. Entschuldigt, ich wollte euch nicht beleidigen. Der alte Mann schnauft belustigt, ich nehme euch nur auf den Arm, mein Kind. Die Heilkunst sollte überall verbreitet werden und jeder sollte Zugang dazu haben. Ich bin nur zu gerne bereit, euch diesen Zauber zu geben. Aha, sehr lustig. Okay, der alte Mann hebt ein leicht abgenutztes, mit Wein beflecktes Blatt hoch und nickt. Bezahlt mich für das Pergament und einen guten Tropfen und ich soll den Zauber haben. Ja, hier, bitte. 10 Gold. Hält wieder belegen, sofort Zauber. Hab Dank. Sehr schön. Das ist in der Tat sehr schön, dass wenn wir studieren. Du? Ach, du hast ja sogar, du hast ja deinen ganzen Stuff auch noch, ne? Hier, bitte. Das ist die Glyphe, die, wegen der du gestorben bist, quasi. Ach, und oder Heiler, das wollten wir doch, hier, Hans geben hier, ne? Du. Okay. Dann ist jetzt halt ein bisschen die Frage, ne? Der ist ja jetzt am Levitieren, aber du kannst schon mal da hochgehen. Kannst du dann Truppen hier da oben rausholen. So, warte mal, was haben wir denn hier drinnen momentan? Wüsste es äußerst gerne. Ein Erdformer. Ein. Na, davon. Okay, das heißt. Nimm mal noch einen Maulwurfsreiter. Den Rest. Naja, okay. Der Rest soll ja eigentlich auf den Turm aufpassen, aber gut, das, das sind Details, ne? Hier. Jetzt darüber, ne? Stress mit dem Untoten machen. Ah, hier waren wir schon. Ja, wir gehen dahin. Das ist eine Goldader, ne? Nicht Bergkupfer. Schon wär's gewesen. Noch ein Gold. Ich hab's fast gedacht, dass sie den armen Goblin angreifen. Rückzug. Die Schweine. So, sie kann jetzt kurz das Kommando über diese zusammengewürfelte Armee gleich übernehmen. So, Himmelseisenader. Ja, endlich Goldnuggets. Himmelseisen, Feuerstein. Genau solche Ausbeute brauchen wir hier. Windkraut und was. Und hier ist, sehe ich ein Problem auf uns zukommen. Ein Mönch oder sowas hier. Der hat sich geheilt. Ich bin super überrascht, weil ich dachte, dass das eigentlich nicht geht, aber gut. Ich bräuchte den Heilzauber. Dann kann man nämlich das Ding noch freimachen hier. Ihr werdet von Kampfeslärm angelockt und erblickt ein Dorf in Panik. Plagenkäfer haben das Dorf überrannt und sich über das Vieh hergemacht. Zwerge dann eifrig umher auf der Suche nach Waffen, die Panzer der Monster durchdringen können. Andere versuchen sie mit Fackeln wegzulocken. Wir helfen ihnen. Es sind nur Käfer. Starke Winde. Ja, automatisch. Was ist Held nach der Sieg für uns? Und eine niedere, kraftvolle Seele. Und Bier.
Die Dörfler sind für eure schnelle Hilfe sehr dankbar und übergeben euch zum Dank einige ihrer besten Spirituosen. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen, großer Magier, aber dürften wir noch um etwas anderes bitten? Leider haben die Käfer viele unserer Lasttiere umgebracht. In Silbertriebhöhlung gibt es einen Maulwurfszüchter, aber wir können es uns nicht leisten, unsere verbliebenen Kämpfer jetzt wegzuschicken. Natürlich werden wir euch angemessen entlohnen. Ein paar Maulwürfe würden auch gut zu meinen Schatten passen. Ich bin dabei. Okay. Ja, ich würde mich sagen, das ist doch... Stand da gerade ein Königreich vor ein Reittier? Wieso ist das denn hier? Bei, das ist schon ein bisschen... Also da muss man auch mal hin jetzt dann, ne? Gegnerquelle. Ja, ja, schon klar. Gegnerquelle. Das ist auch so eine sehr nette Umschreibung. So. Hier weiter abbauen. So. Einmal euch verbinden, bitte. Oh no. Ich finde nicht, dass das ein Fehler war. Ich bin noch in den Bergen, glaube ich. Jetzt sollten die uns nichts mehr anhaben können. So, und dann können wir mal so ein paar Hauptsachen hier mal erledigen. Ja, du musst hier leider weg irgendwie. Kurz mal innehalten. Wir gehen hier hoch, killen den da. Mit dieser Truppe dann gleich wieder. So, und hier ist das... Wir sind ja gar nicht so weit weg hier mit dem Trupp hier. Ihr seht einen rechten jungen Zwergen von einer Höhle auf und abgehen. Einen rechten von einer Höhle auf und abgehen. So, klar, danach könnte er der Lehrling eines Schmieds sein. Ja, er erschrickt, als er euch sieht, aber dann wandelt sich sein Ausdruck zu einem von weitäugigem Staunen. Ihr seid der große Magerkommandant, oder? Was habe ich ein Glück, euch hier zu treffen. Wisst ihr, ich habe diese alte Mine gefunden. Ich wollte etwas Gold schürfen, habe dabei aber den Pelz meines Vaters verloren. Er weiß nicht, dass ich ihn mir ausgeliehen habe. Könnt ihr ihn für mich zurückholen? Im Gegenzug schmiede ich euch jede Rune, die ihr wollt. Eine interessante Anfrage. Wir werden ihn holen. Wie habt ihr ihn verloren? Nun, die Leute sagen, dass ein Monster in diesen Tunneln lebt. Ich habe etwas kratzen gehört. Es war vielleicht gar nichts, aber ich bin weggelaufen. Wie ein Feigling. Bitte, mein Vater wird mich köpfen, wenn ich ohne meinen Pelz wiederkehre. Ja klar, wir holen den Pelz. Es ist eine betriebsame Mine. Spuren von Karten führen in alle Richtungen, in dunkle Tunnel davon. Jemand hat in eine der Wände eine krude Karte eingeritzt und zwergische Schiffszüge neigen. Wir zeigen an, welchen Tunnel wohin führt. Okay, steht, dass es nach rechts etwas Interessantes geht. Ist eine goldadoptierte der Pelz sein. Ich will beides. Oh, was Interessantes. Hinter einer Biegung seht ihr plötzlich direkt von einer Braunbärin und ihren Jungen. Ihrer Größe nach müssen sie ihr ganzes Leben in dieser Mine verbracht und sich vermutlich von Maulwürfen und verirrten Minenarbeitern ernährt haben. Zwei Fleischbrocken, ein paar Stücke Fleisch könnte sie ablenken. Das Fleisch scheint verlockender zu sein, als die Aussicht, euch nachzujagen. Damit habt ihr eine Chance, der Gefahr zu entkommen. Okay, nach einer ganzen Reihe von Passagen in der Finsternis erreicht ihr eine Höhle, die vor Goldadern funkelt. Der Pelz liegt über eine Minenlorde ausgebreitet und da vollkommen intakt. Ihr könnt verstehen, dass man ihn nicht gerne verlieren würde. Er wurde zwar sichtlich schon lange getragen, ist aber von edler Qualität und mit vielen kleinen Schmuckstücken verziert. Als ihr ihn dem jungen Zwerg überreicht, springt er vor Freude, beinahe in die Luft. Ihr habt es geschafft, danke, ich werde mein Versprechen halten. Sagt mir, was für eine Rune es sein soll. Und also durch die Berge hilft eine Rune, die unsere Gesundheit stärkt, dass den Träger Glück bringt. Rune, die eine Klinge tödlicher macht, dass die Arme meiner Bogenschützen stärkt. Das ist Nahangriff, Klinge tödlicher macht. So, größere Glyphe, Schwertmeister. Gut. Das kannst du jetzt hier mitnehmen direkt. So, hier drüben ist ja diese Silberhöhlungsgeschichte. Können wir mal ein bisschen rumgucken hier. Böse Miene. Oh nein. So. Turm, flieg weiter. Ich kann ja nicht angegriffen werden, solange der fliegt, oder? Bestimmt nicht. Ah, du wartest ja. Greift echt unsere Truppe hier an.
Bogenschütze stirbt. Das ist ein Level 1 Bogenschütze. Kann ich mitleben. Er ist doch nicht gestorben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kopfreserven erhöhen sich. Sehr gut. So, da ist noch dieser ruhige Ort, ne? Ja, Level-Ups für alle. Geschossschaden. Mehr Leben. Geschossschaden. Ja. Ihr seid flink. Ja, ist gar nicht so schlecht unter Umständen. Ich finde es gerade, ihr seid auch flink. Ja, ich sag's mal so, ne? Die Armee hier wird sich jetzt erstmal nicht mit drum bekleckern. Also wir werden auf jeden Fall die anderen Schützen dann da lassen, irgendwie. Sie ist ja auch Nachkämpfer. Na, sie ist Kampfmagier, glaube ich, gewesen, ne? Zauberwirker. Ist definitiv Kampfmagier. Ich denke, das können wir daraus schlussfolgern. Bei der Fraktion hat sich auch verändert. Das ist Linia hier. Ah ja, guck mal hier. Da ist der Dude. Hol ihn dir. Ja, ich meine, zumindest haben wir jetzt hier eine Weile gutes Zeug hier. Und da kommt auch der richtige Typ dann drauf. Ach ja, wir gucken mal, ob wir bei ihm vielleicht so ein besseres Ernte-Ding bekommen. Oder ich mach sowas einfach, ne? Weil ich das ja weiß, auswendig. So. Werkzeuge sehe, Anführer Plage, Elementarist. Ernte-Rune. Es muss doch bestimmt Leben sein, oder? Es muss einfach Leben sein. Das war nur Gesundheit. Gesundheit, Gebetsbuch, Kräutersammler. Das ist echt die Sammlungsverstärkung. Ich drehe durch. Haben wir auch irgendwas, was wir nicht so was Tolles hier raushauen müssen? Wir brauchen einfach noch 4 davon. Haben wir nichts, was irgendwie 2 bringt? Wir haben schon das Auge drin. Nee, haben wir nicht. wir könnten natürlich das Ding dann machen, die Elfenheilwurzel. Hätten wir es direkt. Außer ich kann es natürlich gar nicht. Was ist das? Hä? Kein gültiges Rezept gefunden. Kann man nicht so. Dann mal doch das Buch. Bisschen Verschwendung, aber ja. So, herstellen. Dann kann er Kräuter sammeln. Ich würde jetzt so lachen, wenn wir die jetzt auch kaufen können, einfach. Wir werden sehen. So, Wächtergeist beschwören ist auch erforscht. Wächtergeist eure Soldaten im Kampf beschützt oder mit Aalfeuerknoten verschmilzt und euch Kontrolle über sie ermöglicht. Also es ist einfach nur ein besserer Wisp, so würde ich sagen, ne? Ihr Licht. In besser. Wir sind echt so weit, dass wir sie mal sagen können, wir machen mal Gold in Mana. Meister der Esse beschwören. Gemunkelt, dass durch dieses Ritual ein Avatar von Lidhard beschworen werden kann. Selbst soll das den ersten Krieg nicht. Oh Gott, okay. Turm erlaubt immer noch größer zu sein. Das ist. Mach mal diese Taschendimension. Oder zuerst die. Holen wir uns kurz mal die Wiederbelebung zuerst. Ja. Meister der Esse. Ja, also. Die sei mit dieser Truppe hier. Ja, und hier müssen wir jetzt echt gegen den untoten Typ kämpfen, oder? So, sie ist hier. Am Erkunden. Wir gehen mal hier in die Stadt rein und schauen uns da nochmal um. So, den Turm natürlich auch weiter bewegen. Ist das hier oben? Es gibt eigentlich echt viele Plätze hier, die gut wären, aber wir bleiben mal dabei, das hier so zu machen. Eine Sache noch. Ich würde schon ganz gerne den Zwergenarbeiter hier bauen können. Das wäre nicht schlecht.
Wir haben super viele davon jetzt mittlerweile. 2-2. Jetzt bräuchte man noch irgendwie massive Mengen an Arkan. So. Jetzt noch ein Elementar. Zauberschmied. Okay, na, hier ist mal Kupferglyphen. Was ist eigentlich eine Kupferglyphe? Weil das ist... Ach, das ist einfach eine random von den schlechten Glyphen quasi, ne? Ja, ist aber trotzdem okay. Kann man alles einsetzen. Die Zukunft sieht rosig aus für uns, Freunde. So, jetzt mir erzählt, dass er ständig angegriffen wird. Wir waren ja bisher dann echt verschont irgendwie, keine Ahnung. Ob das jetzt so richtig ist hier oder nicht, wir werden sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Twan.